Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. I didn't shoot anybody, sir. I haven't been told what I'm here for. You have a lawyer? No, sir, I don't. I'm just a patsy. Am 22. November 1963 ereignete sich in der texanischen Stadt Dallas etwas, das heute gern als das Verbrechen des Jahrhunderts bezeichnet wird. Der 35. Präsident der Vereinigten Staaten, John Fitzgerald Kennedy, wurde durch ein Attentat ermordet. Hinterhältig erschossen von dem einsamen, verrückten Schützen Lee Harvey Oswald, einem geltungssüchtigen Kleingeist, um die Zeitzeugin Ruth Payne zu zitieren. So wurde Kennedy zu einem Symbol dessen, was hätte werden können, was hätte erreicht werden können. Stattdessen bekam die USA den Vietnamkrieg, einen außer Kontrolle geratenen CIA und 50 Jahre hartgesottener Kriegspolitik gepaart mit heimischem Neoliberalismus und Fantasien vom American Way of Life, der Trickle-Down Economy und der Idee, dass die anständigen Amerikaner eben nicht bei der Stütze die Hand aufhalten, sondern sich selbst an den eigenen Hosenträgern aus dem Schlamm ziehen. Doch diese Jahrzehnte sind in erster Linie von dem Aufstieg der Klasse der Superreichen, der Milliardäre geprägt. Es fällt leicht, JFK zu glorifizieren, und das ist nicht immer historisch korrekt. In seinem exzellenten Buch JFK and the Unspeakable schreibt James W. Douglas: John F. Kennedy war kein Heiliger. Er war auch kein Apostel der Gewaltlosigkeit. Wie auch immer, in derselben Weise, in der wir alle dazu aufgefordert sind, befand er sich in einem Wandel. Eins kann man somit Kennedy nicht wegnehmen: Er war ein Mann der Veränderung. Er hatte in nur 3 Jahren mehr Veränderung angeregt als jeder einzelne Präsident nach ihm. Doch es war eine Veränderung, die zunehmend mit den geostrategischen Zielen des politischen und militärischen Establishments im Konflikt stand. Und seine Wiederwahl in 1964 galt als derartig wahrscheinlich, dass ihn manch einem Hinterzimmer die Knöchel der geballten Fäuste weiß anliefen. Ich beschäftige mich mit dieser Thematik schon eine recht lange Zeit. Und doch tat ich es stets im Geheimen. Meine Lektüre und meine Ansichten hierzu waren meine Privatsache. Ich habe auch nie an irgendwelchen Diskussionskreisen teilgenommen und mir weitgehend lediglich meinen eigenen Teil gedacht. Was hat sich nun geändert? Ich muss vermutlich viel Selbstreflexion betreiben, um diesem Antrieb auf den Grund zu kommen. Und ich weiß, dass viele sich deshalb mit dem JFK-Attentat beschäftigen, weil es eine aufregende, faszinierende Angelegenheit ist. Es ist wie ein Rätsel, wie ein Krimi-Brettspiel, bei dem der Fall aber real ist. Und das ist okay, das ist nachvollziehbar. Die Welt ist voller Rätsel und Fragen und sie ist voller Hobbyforscher, die sich auf der Spur dieser Rätsel befinden. Es gibt natürlich immer die Gegenseite, welche die Sonntagsforscher dabei belächelt, doch das scheint irgendwie dazu zu gehören und erhöht letztendlich den Einsatz dieses Spiels. Die Ermordung von JFK ist ein historisches Ereignis von geostrategischer Tragweite. Das amerikanische Establishment hat nach dem 22. November 1963 große Anstrengungen unternommen, um in der Bevölkerung, aber auch im Ausland, den Eindruck zu verstärken, dass dennoch alles seinen gewohnten Gang weitergeht. Dass die Schreckenstat keineswegs die Regierung angeschlagen hat, dass das Volk nicht wehrloser geworden ist oder angreifbarer. Letztendlich sollte es keine nennenswerten Konsequenzen aus den schockierenden Ereignissen geben, denn diese Ära galt als extrem volatil. Dies waren keine Jahre der politischen Stabilität, es waren Jahre der Unsicherheit im Herzen des Kalten Krieges. Die Angst vor der Atombombe stand im Mittelpunkt menschlicher Gedanken. Dass der Tod von JFK einen dritten Weltkrieg nach sich ziehen konnte,
schien von der ersten Minute an in den Köpfen vieler Menschen eine bedrohliche Form anzunehmen. Hätte sich herausgestellt, dass Fidel Castro oder Nikita Chruschtschew dahinter steckten, nicht auszudenken, was passiert wäre. Nun, mit historischem Abstand, wissen wir, dass der Gedanke, Castro und Chruschtschew hätten damit etwas zu tun gehabt, absurd ist. Für beide Staatsmänner war das Ereignis ein massiver politischer Rückschlag und sie hatten absolut keinen Vorteil davon. Und die Frage des cui bono wird hier ständig über uns schweben, das muss hoffentlich klar sein. Die Gefahr eines neuen Weltkrieges war letztendlich auch immer ein unterschwelliges Vernunftsargument gewesen, um zu beteuern, wie absurd die Idee ist, dass der CIA oder der FBI oder das Pentagon an dem Attentat irgendwie beteiligt waren, zumal diese Würdenträger und Geheimnisträger niemals ein so waghalsiges Risiko auf sich genommen hätten, gewahr dessen, wie sehr die Sache global hätte eskalieren können, wenn die launischen Finger auf die falschen Leute gezeigt hätten. Also zum Beispiel auf Fidel Castro oder Chruschtschew. Doch ich würde dem entgegenhalten, dass diese Risikobereitschaft geradezu ein Merkmal im Kern der transatlantischen Denkweise, im Kern der Neokon-Mentalität ist, welche einen dazu befähigt, ganze Völkerscharen mutwillig an den Rand des Abgrunds zu führen, eben in der Überzeugung und dem unglaublichen Selbstbewusstsein, dass das geopolitische Biest gekonnt und präzise gelenkt und beherrscht werden kann, so dass es zu dem Ernstfall und dem Supergau niemals kommt. Die Notwendigkeit, an den Rand zu gehen, ist da und mit hohen Einsätzen erwartet man hohe Gewinne. Wir sind heute wieder an dieser Stelle, in der Ukraine, in Palästina, überall dort ist ein Pretext für einen dritten Weltkrieg im Entstehen. Nun bin ich sicher, dass sogar die extremsten Transatlantiker nicht wirklich aktive Nuklearwaffensilos sehen wollen, aus denen gerade die Long-Range-Raketen aufsteigen. Sie sind aber davon überzeugt, dass sie das Spiel hart an der Grenze spielen können, ohne jemals ernsthaft auszurutschen. Und ja, der Pazifist könnte an dieser Stelle einwenden, dass eine solche Haltung nur dadurch möglich ist, weil ihre Urheber letztendlich Psychopathen sind. Das Problem ist aber, dass die Denkweise, diese Kultur, dieses undurchsichtige Spiel, dessen Regeln wir niemals wirklich kennenlernen werden, Teil einer historischen Entwicklung ist, die relativ kontinuierlich zu sein scheint, geradezu frei von Brüchen. Und der große Schicksalsschlag, der dieser Kultur Legitimation verlieh, war das Attentat auf JFK. Weder die USA noch die restliche, insbesondere westliche Welt, hatte sich davon jemals erholt. Von da an begann der sukzessive Vormarsch des Military-Industrial Complex, des Neoliberalismus und des Neokonservativismus auf eine Dystopie zu. Und dieser Marsch hält an. Wir sind Teil dieser Entwicklung. Vom Abwurf der beiden Atombomben in Japan über Korea, über die Ermordung von JFK, über Vietnam, über Afghanistan und Iran bis zum Irak, Syrien, Libyen und nun endlich der ersehnte Feind auf dem Schlachtfeld, die ewige Nemesis Russland. Endlich. Dabei ist es unerheblich, auf welcher Seite des Konflikts du dich auf deinem Sofa wähnst. An dieser Stelle ist es aber interessant, dass wir alle in einer Kultur leben, deren geostrategische Dimensionen massiv von jenen Sekunden in Dallas, Texas am 22. November 1963 beeinflusst sind. Wenn ich über diese Dinge spreche, riskiere ich stets den Vorwurf, ein Anti-Amerikanist zu sein. Und es ist vielleicht an der Zeit, diesem Non-Sequitur geradeaus zu begegnen und es nicht mehr von sich zu weisen. Ich habe nie etwas gegen die amerikanische Bevölkerung gehabt und schon gar nicht die amerikanische Kunst und Kultur, von der wir hier alle hinreichend beeinflusst sind. Ich empfände dies als eine absurde Vorstellung. Doch ich kann mich kaum an eine Zeit erinnern, in der ich nicht die amerikanische Außenpolitik verabscheut habe. Und das sogar trotz der Tatsache, dass ich in einem hartgesottenen Kommunismus hinter einem eisernen Vorhang geboren wurde und somit als jugendlicher Westflüchtling geradezu dazu auserwählt war, der freiheitsliebenden USA und ihren tollen Werten die Gefolgschaft zu leisten.
Doch die Dinge sind niemals das, was sie zu sein scheinen, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt. Und das muss zwingend der wichtigste Gedanke sein, dem wir uns hier ergeben. Skepsis ist eine schwere, eine harte Übung. Die Menschen beziehen es so gerne auf sich selbst, dass sie skeptisch seien. Das ist wie ein Ehrenabzeichen, das sie auf dem Revers tragen wollen. Und sie wollen es, weil das Gegenteil würde bedeuten, dass sie naiv und leichtgläubig wären. Somit will jeder für klug gehalten werden. Jeder hält sich für einen Skeptiker. Doch Skepsis ist schwer, denn sie kollidiert stets mit den Vorurteilen, mit der Voreingenommenheit. Aber das sind die zwei wichtigsten Gedanken, die ich an dieser Stelle, bevor wir beginnen, auf den Weg geben möchte. Mir ist dieser Punkt sehr wichtig, denn sonst müssten wir gar nicht anfangen. Lass mich das in klare Worte fassen. Gedanke Nummer 1. Skepsis ist extrem hart und jeder, der sagt, Skeptiker zu sein, fällt mir leicht, lügt. Und der andere Gedanke war, alle Vorgänge, die wir uns anschauen werden, haben in einer extrem spezifischen Kultur stattgefunden. Das ist nicht die Welt, wie du sie kennst. Und die Ähnlichkeiten mit deinem Leben und deinem Alltag sind nur zufällig und teilweise simuliert. Es ist eine sehr spezifische, ungewöhnliche Welt, in die wir uns gemeinsam begeben. Und in dieser Welt wird ständig unten oben sein, rechts links, wichtig wird unwichtig, klar wird undurchsichtig. Und all das auch umgekehrt. Aber es ist dennoch eine Kultur, eine spezifische Kultur, die ihre Riten hat, die ihre Regeln hat. Und nur so kann man sich dem Morast aus CIA, FBI, Mafia, Ölindustrie, aus Exilkubanern und rechtsradikalen Akteuren, Sozialisten und Söldnern nähern. Es ist eine spezifische Kultur und du musst bereit sein, Verhaltensmuster zu ergründen, die in deiner eigenen Welt nicht denkbar wären. Denn wenn du nur die Fakten versuchst, miteinander zu verschrauben, ohne zu begreifen, in welchem Biotop, in welcher Kultur diese Dinge stattgefunden haben, wird dabei ein schiefes, unbegreifliches Bild entstehen. Die Widersprüche werden die Oberhand gewinnen. Und das ist etwas, woran ich dich im Verlauf dieser Serie immer wieder erinnern werde. Ich werde dich immer wieder ermahnen, geistig an diesen Ausgangspunkt zurückzukommen und dich wieder darauf zu besinnen, dass all diese Ereignisse in einem ungewöhnlichen Biotop stattgefunden haben, dessen beiläufige Alltäglichkeit nur Fassade ist. Dahinter befindet sich eine komplexe Szenerie, deren Regeln und Gepflogenheiten den meisten gänzlich unbekannt sind. Und deshalb heißt diese Serie auch Die Wildnis der Spiegel. Das ist nicht meine Erfindung. Es ist eine Formulierung, die James Jesus Angleton geprägt hat. Angleton war ein Intellektueller, ein publizierter Dichter, doch er war auch der Chef der Gegenspionageabteilung des CIA. Die Wildnis der Spiegel beschreibt einen Zustand, in dem alle Dinge so verrichtet werden müssen, dass es unmöglich wird, diese Dinge nachzuvollziehen, da man dabei unentwegt auf Widersprüche stößt, auf verwirrende Spiegelungen. Nur wenn du erfolgreich den Versuch unternimmst, The Wilderness of Mirrors zu begreifen, kannst du den JFK-Fall zumindest ansatzweise penetrieren. Wie gesagt, ohne diese Kultur zu begreifen, ist es nicht möglich, hier voranzukommen. Und ich werde dich daran erinnern und dich ermahnen. Beginnen wir also. Vorweg gesagt, es ist ein seltsames Beschäftigungsfeld. Denn an einer Stelle unserer Menschheitsgeschichte scheint die Zeit geronnen zu sein. Sie ist gefroren, stehen geblieben. 22. November 1963, mittags um 12:30 in Dealey Plaza, Dallas, Texas. Ein eingefrorenes Standbild, gefangen in Harz. Ich kann jederzeit die Augen schließen und dort sein. Nach all den Jahren ist es kein Problem, fast wie eine befremdliche Zeitreise. Ich sehe die jubelnden Menschen, in Stille gefroren. Der graublaue Lincoln Continental ist bereits in die Elm Street eingebogen. Am Steuer sitzt Secret Service Agent William Greer, neben ihm Agent Roy Kellerman. Sie sind vermutlich beide verkatert. Ich sehe Jackie Kennedy in ihrem rosaroten Kleidchen und Hut. JFK winkt den Menschen am Straßenrand zu. Gouverneur Connolly und seine Frau Nellie sitzen vor ihnen in einer herausklappbaren Sitzreihe.
Connolly hält seinen weißen Stetson in der Hand. In einer Sekunde wird eine Gewehrkugel sein Handgelenk zerschlagen. Die Gewehrkugeln schweben gefroren in der Luft. Sie beschreiben Trajektorielinien durch den stummen Raum. Ich sehe den gut gekleideten Abraham Zapruder auf dem Sockel vor dem Denkmal mit seiner 8mm-Kamera in der Hand. Seine Mitarbeiterin steht auf dem Sockel hinter ihm, da Zapruder chronische Höhenangst hat, und sie stabilisiert seine Schultern, damit ihm nicht schwindelig wird, während er durch den Sucher seiner Hobbykamera schaut. Die Limousine hatte gerade das riesige Stemmons Freeway Straßenzeichen passiert, das heute nicht mehr dort ist. Wäre das Auto nur 2 Sekunden langsamer gefahren, der Mord wäre niemals auf Zapruders Film gebannt worden, da sich das riesige Straßenzeichen zwischen Kennedy und Zapruders Kamera befunden hätte. Zu Zapruders Linken sehe ich das Texas School Book Depository Gebäude und dahinter das Deltex Gebäude, wo sich Zapruders Geschäft befindet. Und weiter daneben das Dallas County Records Building und das Gefängnis. Auf der offenen Südseite unserer schauerlichen Bühne sehe ich den markanten Triple Underpass und östlich davon natürlich The Grassy Knoll, ein Stück grünen Rasens mit einem Holzzaun dahinter, der Geschichte schreiben soll. Ich kann James Tague sehen, der einsam unweit der finsteren Unterführung herumschlendert, zwischen der Main und der Commerce Street. In einer halben Sekunde wird ein kleiner Betonbrocken seine Wange treffen, so dass sie blutet. Ich sehe James Leon Simmons und seine Arbeitskollegen auf der Überführung oben stehen. Er würde bis an sein Lebensende beteuern, die Schüsse kämen von dem Holzzaun zu seiner Linken. Ich kann die beiden jungen Frauen, Jean Hill und Mary Mormon, sehen, wie sie lachend und ausgelassen auf der Höhe der Limousine stehen, gefroren in der Zeit. Mary Mormon hat eine kleine Polaroid-Kamera. Sie hatte einen Satz nach vorne gemacht, um ein besseres Foto zu kriegen. Jean Hill steht in ihrem strahlend roten Mantel neben ihr und hält die bereits gemachten Polaroids in der Hand. Mary Mormon ist die einzige, die den Auslöser des Fotoapparats in genau der Millisekunde drückt, als die tödliche Kugel den Präsidenten trifft. Mehrere Schritte hinter ihnen steht Orville Nix und filmt mit seiner 8mm-Kamera. Sein Film wird noch eine fragwürdige Odyssee erleben und gilt im Original bis heute als verschollen. Ihnen gegenüber auf der anderen Straßenseite stehen Bill und Gail Newman mit ihren beiden Kindern. In wenigen Sekunden werden sie sich zu Boden stürzen und schützend ihre Kinder in den Armen halten, während Dutzende Menschen mit einem Polizisten an der Spitze an ihnen vorbei instinktiv den Grashügel hochrennen, um den Schützen in Augenschein zu nehmen. All jene Menschen, die auf diesem Gebiet forschen, oder auch jene Menschen wie ich, welche die Resultate dieser Forschung begutachten, scheinen auf eine seltsame, leicht befremdliche Art und Weise durch die Jahrzehnte hindurch mit diesem Ort und diesem Zeitpunkt, mit diesem gefrorenen Bild verbunden zu sein. Es ist wie ein Anker und eine sehr lange Leine, die sie mit genau diesem Ort und genau dieser Zeit verbindet. Und sie müssen, ob sie wollen oder nicht, ständig zurückgehen, zurück zu diesem gefrorenen Bild in Raum und Zeit. Und sie beackern diesen Augenblick auf der Suche nach neuen Details, neuen Ideen, neuen Hoffnungen. Sie drehen an der Mühle des investigativen Journalismus überall dort, wo die investigativen Journalisten längst aufgegeben haben, in der Hoffnung, aus diesem größten aller Rätsel einen nachvollziehbaren Sinn zu gewinnen. Denn kein Vorgang dieser Welt ist so nachhaltig vernebelt wie diese 6 Sekunden in Dallas. Und wir alle, die sich damit beschäftigen, scheinen Gefangene dieses Augenblicks zu sein. Es ist ein seltsames Gefühl, mit etwas derartig vertraut zu sein, das mit mir eigentlich nichts zu tun hat. Was nun diesen Podcast betrifft, bestreite ich nicht, dass ich eine seltsame Wahl für diese selbst auferlegte Aufgabe bin. Und ich sehe meine Aufgabe auch darin, zu versuchen, meinen Enthusiasmus zu drosseln und die versprochene Skepsis an den Tag zu legen. Aber meine Motivation an dieser Stelle ist wieder einmal auch egoistischer Natur, denn ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass die fokussierte Gestaltung einer Podcast-Episode oder eines YouTube-Videos mir selbst hilft, gelesene Dinge mehr zu verinnerlichen. Das ist vermutlich nichts Ungewöhnliches. Darum wird man in der Schule gezwungen, aus gelesenen Kapiteln ständig irgendwelche Vorträge, Essays und Textanalysen zu erstellen. Denn es ist gerade diese strukturierte Beschäftigung, die es mir dann ermöglicht, einen Gegenstand zusätzlich zu durchdringen.
Meine Kronzeugen sind, wie auch bei den meisten anderen Themen in meinem Leben, die Bücher. Die JFK-Verschwörungsliteratur ist ein überbordendes Thema. Es gibt hierbei mindestens 600 Bücher von sehr durchwachsener Qualität. Doch die, die gut sind, sind auch wirklich gut. Und ungeachtet dessen, wie abwegig sich das, was ich hier von mir geben werde, anhört, ich werde immer anmerken, wo ich es gelesen habe, und ich werde auch versuchen zu evaluieren, wie glaubwürdig sich diese Quelle anfühlt. Quellenlage ist hier unverzichtbar, denn gerade bei dieser Thematik ist die Gefahr eines vorschnellen Enthusiasmus, der sich auf irgendein Hörensagen stützt, stark vorhanden. Noch zwei formale Anmerkungen. Ich werde mich bemühen, die Folgen eher kurz zu machen als zu lang. Im Idealfall ist es eine Folge von 15 oder 20 Minuten. Und wer mehr hören will, muss einfach mehr Folgen in seine Playlist holen. Doch ich will vermeiden, dass das 90-minütige Episoden werden, da diese dann zu einem riesigen Müllcontainer aus Ideen und Gerüchten entarten, während eine kurze Episode mir erlaubt, präzise nur einen einzelnen spezifischen Gegenstand zu beleuchten, ohne mich in 10 Seitengassen zu verlaufen. Ich spiele auch mit dem Gedanken, begleitend zu diesen Folgen einen Google Drive oder etwas in der Art freizuschalten, wo ich Bildmaterial ablege, Filmausschnitte und Scans, welche mit den einzelnen Episoden zu tun haben. Aber das ist erstmal nur eine Idee für die Zukunft. Zuletzt noch ein Gedanke zum Thema Englisch. Englisch ist logischerweise die Sprache der JFK-Verschwörungsforschung. Obwohl es auch einige wenige Bücher zum Thema auf Deutsch gibt, ist 99% des vorhandenen Materials auf Englisch. Ich habe nun nicht die Ressourcen, um hunderte Seiten zu übersetzen. In Deutschland ist es mit Englischkenntnissen unterschiedlich aufgestellt, stellenweise durchwachsen. Viele sprechen sehr gut Englisch, während andere wiederum gar nicht Englisch sprechen oder zumindest nur in einem Maße, wo komplexere Texte nicht verstanden werden. Ich werde also versuchen, so viel zu übersetzen, wie es mir nur möglich ist. Allerdings werdet ihr mir dann vertrauen müssen, wenn ich eine Textpassage nur grob umrissen wiedergebe und die Kernaussage dieser Textpassage bestätige, statt eine wortwörtliche Übersetzung zu präsentieren. Wie gesagt, dafür bräuchte ich Assistenten und unglaublich viel Zeit. Und manchmal werde ich auch mal eine Passage einfach auf Englisch lesen, wenn es wichtig ist. Ich hoffe, man wird es mir im Einzelnen nachsehen und nicht vorhalten. Für den Augenblick soll es genug sein. Das hier ist nur eine einleitende Episode, sozusagen Episode Nummer 0. Und deshalb verabschiede ich mich erstmal und hoffe, dass wir uns dann bei der ersten offiziellen Episode wiederhören werden. Bis bald. In the vicinity of where the two men I've described were, there was a flash of light, and there was something which occurred which caught my eye in this immediate area on the embankment. And what this was, I could not state at that time, and at this time I could not. As the presidential limousine was rounding the curve on Elm Street, there was a loud explosion. At the time, I didn't know what it was, but it sounded like a loud firecracker or a gunshot. And it sounded like it came from the left and in front of us, towards the wooden fence. And there was a puff of smoke that came underneath the trees on the embankment. At the time the shots were fired, did you look at the book depository building? No. Did you think at that time that the shots came from the book depository building? No, I thought it came from a fence between the book depository and the railroad track. I looked up and saw a man running up this hill.